Also wir sind, meine Damen und Herren, am Ende einer doch auch wieder langen und anstrengenden, anregenden Tagungsstrecke. Und auch, ich denke, das sehen nicht nur ich so. Sie haben den Weg in die Paulinerkirche nicht bereut, am Sonntag sich nochmal aufzumachen, nach diesen, wie gesagt, dichten Tagen schon. Weil es uns eben doch wieder gelungen ist, miteinander und gerade durch unsere hervorragenden Redner und Rednerinnen neue Aspekte reinzukriegen, neue Gedanken aufzuschließen und vielleicht auch gerade in dieser besonderen Atmosphäre aufschließen zu können. Das ist schon ein besonderer Saal hier, auf den kann die Universität schon stolz sein, wenn man hier noch sagen darf, dass man stolz sein darf. Also ich wäre stolz auf den, auf den Saal. Sie merken an meiner Einleitung, dass ich den Eindruck habe, und das werden meine Teilnehmerinnen hier oben auf dem Podium sicher auch bestätigen, dass es eigentlich jetzt nichts mehr vorzutragen gibt. Oh, bitte, jetzt müssen wir erst anfangen. Moment. Aber es gibt noch jede Menge zu bereden. Und dafür ist diese knappe Stunde jetzt da, untereinander und auch mit Ihnen zusammen Fragen aufzugreifen und eben miteinander im Diskurs noch einiges zu bewegen. Wenn Sie an der ganzen Tagung teilgenommen haben, haben Sie einen Teil der Podientinnen schon kennengelernt. Die anderen werden sich jetzt auch ganz kurz vorstellen. Und was ich besonders schön finde, das ist, glaube ich, das erste Mal, dass alle über die Zeit der Tagung hier waren, von Anfang an. Und das macht unser Gespräch sicher jetzt noch in besonderer Weise ergiebig und tief. Aber vielleicht fangen wir einfach mal mit der Vorstellung an. Und ich würde ganz auf der rechten Seite anfangen, Frau Chander. Genau, also ich hoffe, ich bin hörbar. Ich bin Manik Chander und ich bin hier als Studentin der Universität Göttingen. Ich studiere Entwicklungsökonomie, eigentlich internationale Ökonomik mit Schwerpunkt Entwicklungsökonomie und bin aber auch gleichzeitig die Mitgründerin von Konka Babel, eine Studentenorganisation, die sich zur Aufgabe gemacht hat, zu dolmetschen für Geflüchtete, aber auch Deutschunterricht anzubieten. Wir betreuen im Allgemeinen, wir organisieren verschiedene Veranstaltungen für Geflüchtete, aber dazu haben Sie wahrscheinlich schon was gehört, als ich gestern uns vorgestellt habe. Sie sagen auch ein paar Sätze zu sich, jetzt gleich habe ich es begriffen. Ja, ja, vielen Dank. Sophia Wirsching, mein Name. Ich arbeite bei der evangelischen Entwicklungsorganisation Brot für die Welt. Die Frage wäre, ob ich auch ein paar Sätze zu Brot für die Welt sagen soll, oder? Ja, also Brot für die Welt ist Kooperationspartner dieser Tagung hier und ist ein das Entwicklungswerk der evangelischen Kirche, das seit 55 Jahren besteht und anders als der Name es vielleicht erwarten lässt, verteilen wir keine Nahrungsmittel in der Welt, sondern folgen dem Grundsatz, den Armen Gerechtigkeit. Und wir befassen uns überwiegend mit Armut als dem Ergebnis von Marginalisierung und Diskriminierung und unterstützen Partnerorganisationen, also Nichtregierungsorganisationen, kirchliche Organisationen in den sogenannten Entwicklungsländern dabei, strukturelle Ungleichheiten zu überwinden und aufzubrechen. Und die Begriffe, mit denen wir hier, also bei Brot für die Welt vor allem, arbeiten, sind eben Armut, Entwicklungszusammenarbeit und Migration. Und die Tagung mit dem Titel Human Security und Frieden spiegelt sich eigentlich auch an den Arbeitsbereichen, die Brot für die Welt verfolgt. Ganz herzlichen Dank. Frau Dr. Gerd Heiß ist eingesprungen. Deswegen haben Sie sie in Ihrem ausgedruckten Programm, außer Sie haben jetzt die, auch wie ich, die neuen Zettel, also in Ihrem ausgedruckten Programm nicht gefunden. Und
Sie ist von der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung und wird sich jetzt vorstellen. Genau, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Unser voller Name ist Leibniz-Institut Hessische Friedens- und Konfliktforschung. Das müssen Sie sich aber nicht unbedingt merken. Ich arbeite dort zu Themen der Diaspora und Beiträge der Diaspora zu Frieden oder Konflikt in den sogenannten Heimatländern und beschäftige mich auch mit der Regulierung von internationaler Migration. Herzlichen Dank. Na ja, und dann haben wir hier Frau Professorin Sabine Hess. Die dürften Sie schon gesehen haben. Sie waren schon hier, gell? Frau Hess ist nicht nur für die Tagungsorganisation und die inhaltliche Gestaltung ganz wesentlich zuständig und an dieser Universität tätig, sondern sie kriegt auch die Eingangsfrage. Wir haben ja jetzt auch einige Impulse noch in Richtung dieser Begriffe Friedenslogik und Migrationspolitik bekommen. Und Sie hatten in dem Podium, in dem ich ein bisschen zuhören konnte, auch betont, dass es sich hier um eine neue Begriffspaarung handelt, die Sie aber auch mit Bedacht gewählt sehen wollen. Und da würde ich Sie bitten, uns erstmal einen kleinen Aufschlag zu geben, auch gerade mit Blick auf Herrn Broska und was wir gehört. Herzlichen Dank. Ich würde gerne auch noch mal zwei Sätze zu mir sagen, denn auch wenn ich diese jetzt schon öfters zu sehen war, ich bin Kulturanthropologin, das ist ein spezifischer Fokus disziplinärer und ich war vor 15 Jahren mit einer ersten Forschungsgruppe, einer interdisziplinären, an den europäischen Außengrenzen 2001, 2002 in Griechenland, auf dem Balkan und in der Türkei. Und wir haben sozusagen damals eigentlich schon das beschrieben, was wir heute diskutieren. Und letztendlich, wenn man unsere Bücher damals gelesen hätte, Turbulente Ränder, von den Außengrenzen, von den Rändern Europas auf Prozesse der Europäisierung geguckt, dann haben wir da eigentlich schon gesagt, dass sich die Fluchtbewegungen nicht aufhalten lassen, dass es Milliarden von Euro kosten wird, immer weiter auf Abschottung zu setzen, immer weiter auf militarisierte Technologien, auf Drohnentechnologien, großen Datenbanktechnologien zu setzen. Dass wir gesagt haben auch, dass es ein unerklärter Krieg gegen die weltweiten Flucht- und Migrationsbewegungen, ein Begriff, den der französische Intellektuelle und Philosoph Étienne Balibar schon 1999 geprägt hat. Und was wir sehen ist, glaube ich, dass es von diesem unerklärten Krieg zu einem erklärten Krieg sich verschoben hat mit der militärischen Operation im Mittelmeer, die ganz im Zeichen der Humanität im Sinne der sozusagen die Opfer vor den bösen Schleusern und Schleppern zu bewahren, jetzt im Mittelmeer kreuzen, um die Schleppernetzwerke zu bekämpfen. Wohl wissend, dass die Schleppernetzwerke nur da sind, weil legale Einwanderungswege massiv versperrt worden sind. Und an diese Situation in den letzten 15 Jahren haben wir uns scheinbar gewöhnt. Und insofern können wir den Fluchtbewegungen danken, dass sie eigentlich das Thema zurück auf die Agenda gesetzt haben, was es uns möglich macht, heute so eine Konferenz durchzuführen und nicht mehr von den Rändern zu sprechen, auch nicht mehr von den Rändern der Wissenschaft auf dieses Thema zu schauen, was wir nämlich in den letzten 12 Jahren gemacht haben. Denn die Migrationsforschung hierzulande hatte sich nicht für das europäische Grenzregime interessiert, hat sich nicht dafür interessiert, was mit den internationalen Migration- und Fluchtbewegungen passiert, hat nicht auf die Ränder geguckt, sondern hat vor allem auf Integrationsprozesse hierzulande geguckt, was richtig und wichtig ist. Aber damit hat sie einen Mythos genährt, als wären wir sozusagen in Deutschland das Land, als hätten wir sozusagen die Migration abgeschlossen, als würden wir, könnten wir uns nur noch darum kümmern, wie wir die schon Eingewanderten gut integrieren können und haben uns in einen Traum gewägt, dass die internationalen Flucht- und Migrationsbewegungen da draußen irgendwo sind, in Italien, in Griechenland, die schon seit Jahren sozusagen schreien, wir schaffen es nicht. Aber da hat keiner hingehört, als Italien den Notstand ausgerufen hat, als die griechischen Inseln mit Zehntausenden, dann Hunderttausenden auf Lesbos
eine humanitäre Katastrophe, sondergleichen tagtäglich zu wuppen haben. Da war sozusagen der Diskurs, wir schaffen es nicht, nicht relevant. Und in der Tat eine Forschungshaltung zu entwickeln, in diesen höchst zugespitzten Situationen eine Forschungshaltung zu entwickeln, die auch immer wieder mit Gewalt und Tod konfrontiert ist. Denn es gibt hier wissenschaftliche internationale Projekte, die die Toten zählen. Das macht nämlich kein anderer, die mittlerweile auf 35.000 bis 40.000 kommen. Gerade in der Ägäis wieder sterben täglich und mit einer zunehmenden Zahl die Kinder, weil sie dem es je gehört haben, dass Deutschland die Familienzusammenführung einschränken wird. Deswegen werden jetzt die Kinder mit in die Boote geschleppt oder gepackt. Vor dem Hintergrund, über eine friedenslogische Migrationsforschung zu reden, da ist der Begriff einerseits fast illusorisch und andererseits natürlich auch viel zu klein, weil es geht natürlich um mehr als die Abstellung von Gewalt, die Human Security, das Dasein von einem Leben ohne Furcht, allein dieser Zustand auf den Balkanrouten herzustellen, scheint gerade einer europäischen Gemeinschaft nicht möglich, die noch vor ein paar Jahren den Friedensnobelpreis bekommen hat. Der Begriff der friedenslogischen Migrationsforschung kommt in der Tat aus der Friedens- und Konfliktforschung von Frau Birkenbach aus Marburg, die zunehmend versuchen, mit der Migrationsforschung zusammen darüber nachzudenken, wie man diesem durchschlagenden Paradigma der Versicherheitlichung ein anderes Paradigma entgegenstellen kann. Also er ist sehr zugespitzt gedacht, er ist sozusagen auch sehr immanent gedacht auf eine zunehmende Militarisierung und Versicherung des ganzen Migrationskomplexes, der ja mittlerweile als Querschnittsthema in der Europäischen Union ausgreift, in die Entwicklungspolitik, in die Außenpolitik und gerade, wir können das vielleicht nachher nochmal diskutieren, auch dieser Nexus Migration und Entwicklung aus unserer Perspektive auch sehr kritisch zu beobachten ist, denn er verkoppelt die Einführung europäischer Abschottungslogiken und Praktiken in den Herkunftsländern mit Fragen von Entwicklung. Das heißt, in diesem Sinne geht es mehr um einen Paradigmawechsel dieser eng geführten Versicherheitlichung, sondern eben eines anderen, neuen, globalen Umgangs, des Nachdenkens, wie lassen sich Entwicklung, weltweite Migrationsbewegung, die es immer geben wird, auch wenn es keine Kriege mehr gibt. Ich glaube, diesen Zahn müssen wir auch ziehen, die Vorstellung, wenn wir die Bürgerkriege da oder dort einhegen, dann würden wir befreit sein von Migration und Flucht. Und man kann es nicht oft genug sagen, wir leben in einer hochvernetzten Welt, wo die Glücksversprechen der Moderne und des Kapitalismus in dem letzten Dorf angekommen sind. Und es ist nur selbstverständlich, dass die Leute diesem Glücksversprechen nachgehen. So sind sicherlich, waren die Tausenden von jungen Männern nach der arabischen Revolution, die aus Tunesien aufgebrochen sind, um nach Europa zu kommen. Es waren eben keine Kriegsflüchtlinge in diesem Sinn, aber es waren Menschen, die dem Glücksversprechen auf der Spur waren. In diesem Sinne ist das Thema der Migration sicherlich auch weiter, als wir es gerade diskutieren. Es geht um mehr als nur Bürgerkriegsflüchtlinge. Und dieser Flucht-Migrationsnexus ist komplexer. Aber das können wir dann auch in den weiteren Runden uns anschauen. Dann gebe ich das Wort gerne an Frau Gertheis aus der Perspektive der Konflikt- und Friedensforschung, diesen Ball jetzt mal anzunehmen. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt sozusagen den Ball nur aus der Disziplin der Friedens- und Konfliktforschung annehme, aber ich möchte trotzdem auch nochmal auf den Punkt, und ich bin da ganz bei Ihnen, also ich sehe das auch wie Sie, den Punkt der Versicherheitlichung nochmal ansprechen. Und hätte in diesem Zusammenhang vielleicht auch, ich bitte das den Organisatoren, mir das zu verzeihen, eine kleine Kritik am Konferenztitel, denn wir haben hier drei sehr schöne Begriffe,
Aber meiner Meinung nach fehlt ein vierter, und das ist der Begriff der Menschenrechte. Und ich denke, dass das ein Punkt ist, den wir, wenn wir über Migration, aber auch über andere Fragen, auch über Frieden und Migration im weiteren Sinne sprechen, einfach mit aufnehmen müssen. Denn Menschenrechte lassen sich auch nicht unter dem Konzept der Human Security subsumieren. Ich denke, sie haben nochmal einen anderen Fokus, und dieser Fokus gerät in den ganzen Diskussionen, die wir jetzt auch in den Medien verfolgen können, denke ich, leicht aus dem Blick, dass Migranten, egal ob sie jetzt im völkerrechtlichen Sinne Flüchtlinge sind oder ob sie aus sozusagen andere Formen der Migration wir beobachten können, dass diese Menschen einfach bestimmte Rechte haben, die ihnen unabhängig von ihrem Status zustehen. Ich denke, das ist ein Punkt, den man auch als Wissenschaftler dann mal machen kann. Dann möchte ich aber auch noch, auch wenn ich das jetzt nicht direkt gefragt wurde, vielleicht die Debatte noch mal ein bisschen öffnen und ein bisschen auf das, was wir vorhin gehört haben in den Vorträgen, eingehen. Ich hätte da zwei Punkte, ich mache jetzt erstmal nur den einen, weil ich jetzt auch keinen langen Monolog hier halten möchte. Das ist aber sozusagen die Aufforderung, die wir auch von den Vertretern der Medien bekommen haben, und ich sehe das, ich teile das. Sozusagen, was kann die Wissenschaft machen, welches Art von Wissen können wir anbieten, und ich denke, wir können Orientierungs- und Interpretationswissen anbieten. Um das ein bisschen konkreter zu machen, Herr Broska hat das auch genau in dieser Hinsicht gemacht, die Einordnung von Daten. Ja, also in der Diskussion schwirren einfach wahnsinnig viele Zahlen rum, mit diesen Zahlen lässt sich auch Politik gestalten und die haben einen Einfluss auf Politik. Und ich denke, es ist Aufgabe der Wissenschaft zu sagen, wo kommen diese Zahlen her, wie sind die sozusagen belastbar, aber auch, was bedeuten diese Zahlen, was bedeuten sie nicht. Ich möchte es jetzt auch nochmal an einem Beispiel aufmachen, das mir gestern Abend bei der Diskussion gekommen ist. Da hat der Landrat hat erwähnt, dass, ich glaube, es war ein Fünftel der syrischen Pässe seien gefälscht. Wenn man diese Zahl so kundtut, dann schwingt dabei mit, dass diese Menschen, die diese gefälschten Pässe haben, eben keine Syrer sind und dass sie versuchen, sich durch diesen falschen Pass einen Status zu erschleichen, sozusagen, der ihnen nicht zusteht. Wir wissen aber auch aus Berichten von NGOs und auch aus der Forschung, dass viele Syrer, die kommen, selber keinen Pass mehr haben. Also entweder weil sie... Genau, also selbst in den Sicherheitsbehörden ist das und im BAMF ist das bekannt, dass Syrer unter Umständen noch nie einen Pass hatten oder keinen mehr haben, und in einem Bürgerkriegsland kann man eben keinen neuen Pass beantragen. Also sprich, dass diese Menschen durchaus Syrer sind, die da kommen, aber mit gefälschten Pässen kommen, weil sie eben keinen echten Pass mehr haben. Das ist sozusagen dann, denke ich, auch Aufgabe der Wissenschaft einzuordnen, was sagen diese Zahlen und was sagen die eben nicht. So viel erstmal von mir. Frau Wirsching, die Ergänzung der Konferenz um den Begriff der Menschenrechte, auch in Ihrem Sinne? Ja, das dürfte jetzt nicht überraschen, wenn ich sage, ja, genau. Weil es gerade angesprochen wurde, vielleicht zum Zusammenhang Migration und Entwicklung und europäische Migrationspolitik auch unter dem Feigenblatt Entwicklung. Internationale Migration, und das ist auch eigentlich so gewesen, wie Brot für die Welt angefangen hat, sich mit dem Thema zu befassen, hat enorme Wechselwirkungen mit Entwicklung und Entwicklungsfragen. Also momentan haben wir nach IOM-Angaben, oder also Angaben der Internationalen Organisation für Migration, über 232 Millionen internationale Migranten, Menschen, die sich außerhalb ihres Landes aufhalten. Ein Volumen von 435 Milliarden US-Dollar jährlich in ihre Herkunftsländer zurücküberweisen. Also ein Vielfaches, mehr als das Dreifache der offiziellen Entwicklungshilfegelder. Das sind private Gelder, die Entwicklung vor allem auf Haushaltsebene ermöglichen in den sogenannten Entwicklungsländern. Und die Europäische Union hat Mitte der 2000er Jahre einen Gesamtansatz für Migration und Mobilität aufgelegt. Der basiert unter anderem auf vier Elementen, also der basiert vor allem auf vier Elementen, und eines davon, das immer wieder hochgehalten wird, lautet: Migration und Entwicklung befördern und durch Migration
Entwicklung noch stärker ermöglichen und Entwicklungseffekte freisetzen. Das wird gesagt, stattdessen wird aber gemacht, das hat Frau Hess gerade angesprochen, Migration, irreguläre Migration vor allem zu bekämpfen und zu unterbinden. Und in dem globalen Ansatz, den die EU konzipiert hat, tut sie das vor allem gegenüber Drittstaaten, also Nichtländern der Europäischen Union. Und was wir als Entwicklungswerk und auch vor allem mit Hilfe der Wissenschaft beobachtet haben und von unseren Partnerorganisationen sozusagen gespürt haben, ist, dass diese Migrationspolitik gegenüber Drittstaaten nicht nur Migration unterbindet, sondern sich vor allem negativ auf Entwicklung in den Herkunftsstaaten auswirkt, indem Menschenrechte verletzt werden und massiv eingeschränkt werden. Also die EU kooperiert mit Staaten, die Flüchtlinge produzieren und Menschenrechte massiv einschränken. Unter der Maßgabe mehr für mehr, je mehr ein Staat bereit ist, die europäischen Migrationsinteressen umzusetzen, desto mehr Geld erhält der Staat, nicht aber die Gesellschaft für gesellschaftliche Entwicklungsprojekte, wie man das meinen könnte. Deswegen, also ja, die Menschenrechte fehlen tatsächlich, zumindest im Titel. Frau Chanda, ich gebe Ihnen gerne das Wort, auch nochmal mit dem Blick auf die Verantwortung der Wissenschaft. Sie haben ja gestern sehr eindrücklich Ihre Arbeit geschildert. Im Kontext und aus der Universität heraus, so haben Sie sich auch dargestellt, eine sehr praxisbezogene, eine sehr praktische Arbeit, die Sie machen. Wie weit geht nun die Verantwortung der Wissenschaft noch zu definieren aus Ihrer Perspektive? Ja, also ich bin ja in Doppelfunktion da auch als Studentin und ich studiere Entwicklungsökonomie und als ich angefangen habe, Entwicklungsökonomie zu studieren, habe ich gedacht, ja, da lerne ich jetzt mal ein bisschen was von der Realität, von der Praxis, also wie können sich Staaten entwickeln und ich bin mit dem Master fast fertig und ich habe nichts gelernt, muss ich leider sagen. Also das finde ich sehr schade und ich glaube, ein großes Problem und ich weiß jetzt nicht, wie das fächerübergreifend ist, aber gerade für Ökonomen ist das, wir sind nicht interdisziplinär, gar nicht. Und das finde ich teilweise sehr schade, weil gleichzeitig wird immer von Interdisziplinarität gesprochen. Also ich habe das Gefühl, ob das an der Uni ist oder in der Forschung allgemein, wir wissen viel, aber dann passiert doch wenig. Und das, finde ich, wundert mich. Warum ist das der Fall? Das ist ja auch ähnlich mit Bologna. Also ich höre alle schimpfen, keiner ist einverstanden damit, aber trotzdem ändern wir das nicht. Und ich verstehe nicht, warum. Und ich glaube einfach, die Lehre muss praxisnäher werden und interdisziplinärer. Wir müssen verstehen, dass wir die großen Probleme nie nur aus einer Perspektive verstehen werden. Und wir müssen auch verstehen, lernen, dass wir die andere Perspektive respektieren. Also ich höre als VWLer gerne von Geisteswissenschaftlern, ah, ihr und eure Zahlen. Und wir sagen gerne zu Geisteswissenschaftlern, ja, ihr wisst ja nicht mal, was eine Ableitung ist. Ich finde, so gegenseitiger Respekt würde uns auch nicht schaden. So als Student, das ist meine studentische Perspektive. Und als Aktivistin und Unterstützerin wünschte ich mir manchmal, die Forschung würde auf uns zukommen und uns mal fragen. Und auch die Lehre. Also wir machen gerade ein Projekt mit den interkulturellen Germanisten. Es geht um die Deutschkurse. Und dann kamen die halt an und meinten, okay, so machen wir die Deutschkurse. So. Und meine Koordinatorin hat sich das angeschaut, hat gemeint, das geht aber nicht, das könnt ihr nicht machen. Es geht um Geflüchtete. Da ist die Realität ganz anders und das muss man verstehen. Und dann gibt es halt dieses Deutschbuch, und das wurde ja auch schon angesprochen, das ist gemacht für internationale Studenten, also wird erstmal gefragt, wie bist du nach Deutschland gekommen? So, das ist die erste Unterrichtseinheit. Das sollte man Geflüchtete vielleicht nicht in der ersten Unterrichtseinheit fragen. Also gleichzeitig aber wünschte ich mir auch, dass Hilfe auf uns zukommt, dass Leute, die einfach besser Ahnung haben, und das haben Wissenschaftler, da bin ich total der Meinung, auf uns zukommen und sagen, hey, wir beraten euch gerne, wir unterstützen euch gerne. Und ich musste aber auch uns an die Nase packen. Wir Studierenden sind, glaube ich, sehr faul geworden. Ich glaube, das liegt vielleicht auch an Bologna. Ich gebe Bologna an allem Schuld, muss ich zugeben. Aber wir sind faul geworden. Wir sind nicht mehr bereit, uns politisch irgendwie zu engagieren. Wenn wir uns engagieren wollen, dann bitte nur 2 Stunden in der Woche und dann vielleicht Deutschunterricht geben. Das klingt nett. Aber politisches Engagement, daran haben wir kein Interesse. Und ich glaube, was die Wissenschaft manchmal verpasst,
ist die Chance, die Gesellschaft ins Boot zu holen. Das wurde ja von den Vorrednern schon thematisiert. Also viele Sachen sind doch bekannt. Also die Wissenschaftler weiß Bescheid, die Forschung weiß Bescheid, aber die Gesellschaft weiß nicht Bescheid. Und ich denke da manchmal an meine Mutter, die gerne sagt, Manik, ich verstehe das nicht. Also sie ist Migrantin, ihr Deutsch ist nicht, das ist kein Hochschuldeutsch. Sie versteht das nicht, sie versteht auch die Tagesschau nicht. Das passiert aber auch in Ländern, nicht nur meiner Mutter. Und dann frage ich mich, wäre doch mal nett, wenn man sich die Mühe macht und meiner Mutter erklärt, du, diese ganze Krise, von der wir reden, das ist passiert. Und ich kann das machen, das tue ich auch mit meiner Mutter, aber hat ja nicht jeder eine kleine Manik da sitzen, die das erklären kann. Also wenn die Forschung sich die Mühe macht, ein bisschen der Gesellschaft es einfacher zu machen, zu verstehen, sich aber auch gleichzeitig ein bisschen dominanter in die Diskussion einwerfen würde. Weil ich habe das Gefühl, die Diskussion mit opportunistischen Politikern überlassen oder Panikmachern. Und die Wissenschaftler, die Bescheid wissen, die es wirklich wissen, die halten sich ein bisschen zurück und sagen, ja, das müsste man jetzt relativieren und wir müssen noch mehr forschen. Und ich glaube, das wurde ja gesagt, ich glaube, die Forschung, hat mir wirklich gut gefallen, muss radikal und zur Sache kommen. Ja, herzlichen Dank, Frau Chanda. Jetzt bin ich natürlich ein bisschen in der Bredouille, wenn Sie sagen, ich bin mit dem Master fertig, fast fertig und habe nichts gelernt. Ich habe ja nicht den Eindruck. Ich habe ja nicht den Eindruck, dass das stimmt, möchte Ihnen aber auch nicht widersprechen. Habe natürlich auch den besten Ball, wenn Frau Kollegin Hess neben mir sitzt, ja, Ihre Uni, Ihr Master. Nehmen wir es mal wieder ganz ernst. Da müssen wir ein bisschen über Wissenschaft reden, oder? Ja, danke. Ich finde es sehr spannend, sozusagen, welches Bild von der Wissenschaft hier vorhanden ist. Denn ich finde, unsere Tagung war doch gerade so großartig, weil wir eigentlich das Bild durchbrochen haben, weil wir eigentlich ja vor allem in den Foren, aber auch mit den Auftaktrednern deutlich gemacht haben, dass wir mittlerweile in einer Wissensgesellschaft, dieser Begriff ist schon abgegriffen, aber er hat immer noch was. Und ich glaube, was wir hier gesehen haben, was er immer noch an Aktualität bedeutet, ist nämlich, dass es ein heterogenes Feld von Wissensproduktionen gibt. Und was ich in den Foren vor allem sehr spannend war und was ich immer wieder, von wem ich immer wieder lernen kann, ist von den NGO-Aktivistinnen. Und insofern ist das Bild doch eigentlich, da gibt es die Wissenschaft, da gibt es die Bewegung und da gibt es die Medien. Ich weiß es nicht. Also ich bin beim Rat für Migration, weil wir als Wissenschaftler eben auch sagen, wir wollen unsere wissenschaftlichen Expertise übersetzen, aber wir können es selber oft nicht, weil wir in der Tat vielleicht dann auch ein bisschen Fachidioten sind. Wir haben uns zum Beispiel einen Mediendienst gegeben, ganz dezidiert. Wir haben Journalistinnen, professionelle Journalistinnen angestellt, um uns zu helfen, unsere wissenschaftliche Expertise zum einen breiteren öffentlichen Feld zugänglich zu machen und diese Übersetzungsleistung für uns zu machen und uns auch zu helfen und uns zu sagen, ihr müsst es immer wieder runterkochen. Das heißt, der Mediendienst Migration und Integration, den finden Sie im Internet, ist mittlerweile ein ganz wichtiges Scharnier geworden für kritische Migrationsforschung, um die Ergebnisse und Expertisen in die Öffentlichkeit und vor allem den Journalistinnen anzubieten. Und wir versuchen uns auch immer wieder einzubringen mit Forderungen. Wir haben erst in der jüngsten Zeit uns mit mehreren Pressekonferenzen, auch in der Bundespressekonferenz, zu den Asylrechtsverschärfungen geäußert. Die Frage ist halt immer sozusagen, wie das rezipiert wird. Und in der Tat finde ich es sehr merkwürdig, dass gerade das Migrationsfeld in Deutschland ein ausgesprochenes wissenschaftsabstinentes Feld ist. Es gibt Enquete-Kommissionen für den Ausstieg aus der Atomkraft. Es gibt die Enquete-Kommission für die Globalisierung der Weltwirtschaft. Warum meinen wir, dass wir einfach weiterwursteln könnten, obwohl wir eigentlich einen desaströsen Zusammenbruch der Logiken vor uns finden, wie es uns jetzt in diesem Sommer überdeutlich vor Augen geführt wurde. Warum eben gibt es da keine Enquete-Kommission, wie man
global, auf globaler Ebene mit weltweiten Migration und Fluchtbewegungen umgeht und auch in Deutschland. Das ist das eine. Das andere aber ist, glaube ich, auch, dass es natürlich durchaus auch einen anderen Modus von Wissenschaft gibt. Wir haben vor 8 Jahren schon, weil wir eben von den Rändern auch dieses Wissenschaftsbetriebs gesprochen haben. Unsere Forschung damals an den Außengrenzen wurde von der Bundeskulturstiftung finanziert. Und es ist kein Wunder, dass wir am Anfang vor allem auch im Konnex oftmals zu Kunst und Kultur unsere Forschung machen konnten, weil in den herrschenden Wissenschaftsförderungsorganen für diese Forschung es keinen Raum und keinen Platz gab, ganz lange Zeit. Ich glaube, das wird sich gerade ändern. Ich glaube, dass wir einen langen Weg auch innerhalb der Migrationsforschung gegangen sind, auch durch den Rat für Migration, durch den Sachverständigenrat, wo wir intern auch, das ist ja auch, da kommt immer so ein homogenes Bild mit, die Wissenschaft, aber wir sind nicht, da gibt es genauso Auseinandersetzungen um Deutung, Kämpfe um Konzepte. Und gerade die Migrationsforschung ist so ein Feld, was oftmals und lange Zeit ja ein Teil des Problems war, als Teil der Lösung. Das heißt, wir mussten lange Zeit, würde ich sagen, auch erstmal in der Migrationsforschung intern diskutieren um unsere alten, angestammten Konzepte und Paradigmen. Und da sind wir einen guten Schritt gegangen, denn der Integrationsbegriff in der Migrationsforschung ist nicht mehr wirklich kritiklos zu formulieren. Und ich sehe gerade eher die Gefahr, dass jetzt unter dem Druck auch der Anwendungsorientierung und der Lösungssuche viele Kritiken und viele Reflexionen und Einsichten, die wir in den letzten Jahren erzielt haben, auch mit Hilfe von migrantischen Wissenschaftlerinnen, die uns nochmal sozusagen eine ganz andere Positionalität mit in das Feld der Wissenschaft bringen, dass wir die gerade wieder verlieren, weil wir herausgefordert werden, schnelle Lösungen zu finden. Und manchmal gibt es keine schnellen Lösungen, denn die Welt ist komplexer. Und was ich als Migrationsforscherin als ganz zentrale Einsicht finde, dass wir das viel ernster nehmen müssen, was wir sagen müssen, ist, dass wenn wir über Migration gerade auch im Konnex von Krieg und Frieden reden, dass wir von einer grundsätzlichen Konfliktualität ausgehen müssen. Dass wir nicht mehr predigen können, homogenisierende Konzepte, die uns dann den gesellschaftlichen Frieden bringen, weil wir dann alle wieder gleich sind. Diese Gleichheit lässt sich nicht mehr herstellen. Das hat Klaus Bade vor 3 Jahren in seinem Jahresgutachten für den Sachverständigenrat formuliert, dass dieser Traum von einer homogenen Gesellschaft spätestens seit diesem Sommer ausgeträumt ist. Und dass wir deswegen in der Lehre, in den Schulen eigentlich zu einer ganz anderen Lehrhaltung kommen müssen. Wir müssen lernen, mit Heterogenität umzugehen als Alltagserfahrung. Und wir müssen lernen, mit Konflikten umzugehen. Und deswegen, das ist vielleicht auch die Herausforderung, die uns diese Flüchtlingsbewegung mitbringen, dass wir spätestens jetzt sozusagen einen Paradigmenwechsel machen und auch in den Hochschulen das wahrnehmen, dass wir in heterogenen Einwanderungsgesellschaften leben, die von vielen als postmigrantische Gesellschaft beschrieben werden. Vielen Dank, Frau Hess. Ich würde trotzdem sagen, dass Frau Chanda eine Äußerung gemacht hat, die ich ganz ernst nehme. Sie sagt, ihr fehlt da einfach noch was. Auch wenn wir viele Antworten haben und wir geben Ihnen, pflichten Ihnen sicher bei und haben dieselben Erlebnisse auch jetzt gerade auf dieser Tagung, dass natürlich Wissenschaft sich hier in ganz anderer Weise nicht nur selber hinterfragen, sondern auch ins Benehmen und in den Diskurs begeben muss, als wir es vielleicht bisher zu träumen gewagt haben, so muss ich sagen. Und jetzt erschrecken Sie nicht. Sie dürfen jetzt mitdiskutieren. Und wir haben sicher Mikros und es ist ein wunderbarer Anblick. Es ist sonntags, die Kirche ist voll. Und Sie dürfen mitreden. Wo sind die einschlägigen Mikrofone? So, vielen Dank. Meine Frage wäre, also wir haben das heute Morgen schon zum ersten Mal, glaube ich, auf dieser Konferenz gehört. Also wir hatten am ersten Abend zwar einen Wissenschaftler da, der ein bisschen eine postkoloniale, nicht-westliche Perspektive versucht hat reinzubringen, die es leider im Laufe der Konferenz wieder
abgeklungen und heute ist es wieder angesprochen worden. Halt diese Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit und auch Aufarbeitung der ethnozentristischen oder eurozentristischen Tendenzen in der westlichen Wissenschaft. Das ist in der Tat ein riesengroßes Problem, die aber immer wieder angesprochen wird und abklingt. Und ich würde gerne wissen, gerade in der Migrationsforschung, da ist es ja, liegt es ja auf der Hand, dass man eben die Perspektiven von nicht-westlichen Wissenschaftlern verstärkt heranholt, um einfach frische Perspektiven oder frischer Wind in der Wissenschaftsbetrieb zu bringen. Und ich würde gerne wissen von den Podiumsteilnehmern, welche Potenziale sehen die, sehen Sie in dieser Vorschlag und wie will man das konkret umsetzen oder wie können Sie sich das vorstellen, in Ihrer Arbeit umzusetzen? Herzlichen Dank. Die nächste, hier vorne. Ja, ich würde gerne auf die Bemerkung von Frau Chandler eingehen, nämlich warum bleiben wir so realitätsfern oder sagen wir mal von der Bevölkerung fern mit unserem Wissen. Ich glaube, dass wir ein ganz wesentliches Problem haben und bei der Wissensvermittlung. Wir Wissenschaftler stellen etwas fest unter gewissen Voraussetzungen. Das heißt, wir sagen, wenn ich mal annehme, dass das so und so ist, dann ist das so und so. Und dieses zu vermitteln, passiert niemals in der Zeitung. In der Zeitung wird eine neue Erkenntnis immer vermittelt, das war ja alles Mist, jetzt ist es das und das. Statt zu sagen, unter der neuen Voraussetzung muss man das anders sehen. Und dieses, dass wir Wissenschaftler sagen, alle unsere Erkenntnis hat Grenzen und Voraussetzungen, das können wir sehr schwer vermitteln. Vielen Dank. Dann Tobias Orten. Ja, schönen guten Tag, Tobias Orten. Ich bin Student und in der VDW. Entschuldigung, dass ich zum zweiten Mal nach gestern das Mikro habe. Kannst du ein bisschen... So besser? Ja. Okay. Ich glaube, wenn Wissenschaft in den öffentlichen Raum tritt, ist für den einzelnen Wissenschaftler immer die Gefahr, dass je nachdem, was er sagt, was vielleicht um öffentlich wirksam zu werden, zugespitzt werden muss, eben vielleicht gewisse Bedingungen abschneiden muss, damit es überhaupt gehört wird. So ein Wissenschaftler läuft meiner Ansicht nach immer in die Gefahr von hinten, sozusagen aus seiner eigenen Disziplin so stark kritisiert zu werden, dass er fürchten muss, seine Reputation zu verlieren. Und als Physiker machen wir immer Näherungen. Die ganze Physik ist eine Näherung. Das läuft bei uns mathematisch, deshalb ist es vielleicht okay. Aber vielleicht aus meiner Perspektive in die Geistes- und Sozialwissenschaften hinein sind solche Näherungen in Bezug auf Worte, Bedeutung und Bedingungen auch erlaubt? Und muss man nicht solche Näherungen so weit treiben, dass es ein Wissenschaftler im öffentlichen Raum nicht zum Verhängnis wird und er zurückkommen kann und die Leute sehen, während er sich im öffentlichen Raum befindet, dass es wirklich eine Näherung ist. Dass man sowas artikuliert und damit nicht scheut, in die Öffentlichkeit zu gehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Hier vorne bitte, hier vorne. Also ich bin sehr dankbar auf den Hinweis, dass wir mit der Idee, dass wir hier eine homogene Kultur haben oder je gehabt hätten, aufräumen müssen, um den Aufbruch zu schaffen. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass ländliche und städtische Bevölkerung exakt die gleiche Kultur haben, dass die unterschiedlichen Generationen hier die gleiche Kultur haben und die Idee, dass Männer, Frauen und Kinder die gleiche Kultur haben, ist ja nur durch das Konstrukt der Haushalt mit dem Haushaltsvorstand ökonomisch überhaupt aufrechtzuerhalten gewesen. Das heißt, wir haben schon immer die Aufgabe gehabt, politisch
unterschiedliche Kulturen miteinander zu einem geglückten Ökosystem zusammenzuführen. Also es ist hoch angebracht, jetzt Diversitätspolitik, Vielfaltspolitik zu machen. Ein sehr gutes Beispiel erlebe ich seit vielen Jahren, und zwar ist das das Agieren der Zivilgesellschaft, Kleinbauern etc. im Kontext der Konvention über biologische Vielfalt, die das partizipativste System innerhalb der UNO haben und die von den Entwicklungsländern politisch dominiert ist, diese Konvention, und die unglaublich erfolgreich arbeitet, denn die machen neue Protokolle, was Klima nicht hinkriegt, norddominiertes Klima. Also ich bitte, an dem Punkt weiterzuarbeiten, dass man geglückte Ökosysteme unterschiedlicher Arten, und Elefanten sind nun mal nicht Ameisen, braucht man aber beide für bestimmte Ökosysteme, dass man dieses Konzept schon mal von vornherein auflöst für unsere Gesellschaft, umso mehr die alten Migrationsprozesse und die neuen Migrationsprozesse damit einbezieht. Danke. Vielen Dank. Wir haben noch zwei. Jetzt. Darf ich, oder? Ja, okay. Erstmal vielen Dank für eine super gute Veranstaltung. Was mir eingefallen ist, ist, dass in dieser Veranstaltung Flucht wurde thematisiert, deutsch sozialisierte Menschen machen können und alles in dieser Linie, aber keine postkolonialistische Perspektive wurde etabliert. Und auch, was können Hochschulen machen gegenüber ihrem eigenen strukturellen Rassismus und nicht strukturellen Rassismus. Also inwiefern eine Hochschule konnte antirassistische Workshop oder Sitzungen, Veranstaltungen anbieten, damit Leute mit Rassismus sich überhaupt beschäftigen, oder Leute, die jetzt zum Beispiel Gasthörerschein von Flüchtlingen, super gute Idee, aber inwiefern Professorinnen und Studierende, also weißdeutsche Professorinnen und Studierende bereit sind, nicht rassistisch sein. Ich denke, das fällt in dieser Veranstaltung. Also es ist meine Frage jetzt. Vielen Dank. Jetzt habe ich noch eine Wortmeldung von Frau Beisiegel. Ja, ich, bitte. War ich jetzt dran? Ja. Ich würde gerne Frau Schander noch mal adressieren, und ich denke, Sie haben etwas ganz klar gemacht, was in der Diskussion eine große Rolle spielen muss, ist, dass Sie gesagt haben, ohne dass ich das jetzt nochmal bewusst so rausheben will, aber Sie haben gesagt, Sie haben nichts gelernt. Was das mir gezeigt hat, dass die Kommunikation zwischen dem, was in der Forschung läuft, ich meine, Sie haben sehr viel gelernt, Sie haben eine exzellente Persönlichkeitsentwicklung durchgemacht und dafür haben Sie Raum gehabt. Also das will ich mal nebenher sagen. Aber was es eben zeigt, ist, in der Universität gibt es seit 7 Jahren ein Zentrum für Armut und Ungleichheit und Wachstum in Entwicklungsländern mit wirklich hervorragenden forschenden Frauen und Männern. Aber die Kommunikation scheint nicht zu klappen. Das, was in der Forschung läuft, kommt bei Ihnen offensichtlich nicht an. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, der uns als Universität natürlich schon lange, aber jetzt noch mal ganz besonders auch durch Ihre Bemerkungen beschäftigt. Und insofern, ja, es gibt Entwicklungsforschung hier, aber wir müssen es mehr zu den Studierenden tragen. Und ich danke Ihnen für diesen Hinweis. Und eine zweite ganz kurze Bemerkung im Sinne der, was Sie gesagt haben, Frau von Weizsäcker. Wir haben das große Glück, dass wir seit, glaube ich, jetzt 1,5 Jahren oder so ähnlich, ein Institut für Diversitätsforschung haben. Und ich glaube, die Friedens- und die Migrationsforschung muss auch die Diversitätsforschung noch dazu nehmen. Und ich habe ein noch größeres Glück, dass die Leiterin dieses Instituts gerade meine Vizepräsidentin geworden ist. Und ich glaube, viele von den Fragen, die Sie hier adressiert haben, werden wir dort dann auch noch verstärkt in der Kombination dieser drei Forschungsrichtungen und interdisziplinär lösen können.
und hoffe sehr, dass die Tagung dazu auch noch mal extra angerichtet wird. Jetzt habe ich. Ja, genau. Ja, ich wollte noch mal eine ganz kurze Anmerkung auch zu meinen VorrednerInnen machen, zur postkolonialen Perspektive. Und zwar fand ich da einen Satz im Diskussionsforum ganz bezeichnend. Die Encarnación Rodriguez hat da gesagt, Migrantinnen und Migranten sind immer außen vor. Und ja, ich fand das irgendwie sehr bedeutend und hatte das Gefühl, dass es auf der Konferenz leider auch reproduziert worden ist. Dann nehmen wir diese Impulse jetzt erstmal hier aufs Podium. Und wer will anfangen? Wollen Sie anfangen? Ja, ich habe ja zum nicht so viel dazu zu sagen, aber aus Brot für die Welt Perspektive könnte ich anführen, dass ich denke, dass eine Vernetzung internationaler Wissenschaft sehr wichtig ist und auch die Investitionen in unabhängige Wissenschaft in Ländern, wo Migranten herkommen, wo die Flüchtlinge herkommen. Da erleben wir gerade, dass eben die Förderung von Hochschulen und Universitäten absolut keine Priorität hat, auch in der deutschen Entwicklungshilfe eigentlich ziemlich stark vernachlässigt wird. Und ich denke, wenn man postkoloniales Denken überwinden will, dann muss man nicht nur hier diese Debatten führen, sondern auch dort. Und ich denke, dass internationale Stipendien- und Studierendenprogramme, die auch entwicklungspolitische Ausrichtung haben, da eine wichtige Rolle auch in Zukunft spielen werden. Ja, und dann würde ich auch noch dafür plädieren, so diese Lücke oder diese Differenzierung, die jetzt hier aufgemacht worden ist, zwischen Zivilgesellschaft und Wissenschaft wieder etwas zu schließen, weil ich empfinde sie so nicht und ich denke auch ohne kritische Wissenschaftler kann es auch keine aktive Zivilgesellschaft geben. Also ich kann mich da nur anschließen und das eigentlich nochmal unterstreichen, was meine Vorrednerin gesagt hat mit der, das ist also ein bisschen abgedroschener Begriff der Internationalisierung, also es, ne, alle Hochschulen machen das, alle Forschungseinrichtungen machen das, aber ich denke, dass das eben schon ein sehr ernstzunehmender Auftrag ist, dass man eben auch sozusagen unter Internationalisierung nicht nur versteht, mit den großen Institutionen in den USA zusammenarbeiten, weil da irgendwie so der Fokus der Wissenschaft in vielerlei Hinsicht, in vielen Disziplinen ist, sondern eben auch mit Forschern aus dem sogenannten globalen Süden. Und ein anderer Aspekt, der da denke ich auch nochmal wichtig ist, ist gerade auch in der Friedens- und Konfliktforschung, dass Forschende eben auch in diese Länder gehen und selbst dort Forschung betreiben und dort sich dann eben sozusagen auch in diesen Ländern vernetzen, wenn sie selber dorthin gehen. Das ist natürlich unter manchen Umständen schwierig, denn für die Universität oder für die Institute, denn man kann seine Forscher nicht oder man möchte seine Forscher ja auch nicht unbedingt in Krisengebiete und in Kriegsgebiete schicken. Aber ich denke, dass so dafür Unterstützung notwendig ist. Wir haben den DAAD, der solche Auslandsaufenthalte auch fördert, aber ich denke, da kann man auch noch mal weitergehen, dass Forscher eben auch längere Zeit im Ausland forschen können und auch in etwas schwierigeren Regionen, sage ich mal. Ich glaube, alles ganz richtig. Bloß die Herausforderung, die uns ja jetzt gerade noch mal gespiegelt wurde und die ich total richtig finde, auch wenn wir uns bemüht haben, haben wir uns das sicherlich nicht genug bemüht. Und in der Tat hat das was mit zu tun mit den hiesigen Universitätsstrukturen. Denn das eine ist Internationalisierung. Das andere ist aber, dass wir ja selber in einer Einwanderungsgesellschaft leben, mit einer zweiten und dritten Generation Menschen mit migrantischem Hintergrund, zu denen es ganz wenig Wissen gibt über deren wissenschaftlichen Verläufe, Karrierewege und wo es sozusagen da die Wiki-Pipeline ist, wo die Leute rausfallen aus den Karrierewegen. Im Sinne von Gender und Gleichstellungspolitiken haben wir ganz viel in den letzten Jahren an Wissen generiert, wie auch sozusagen Frauenförderung zu tun ist. Und ich glaube, das ist ein großes Feld, was wir neu zu beackern haben. Und wenn ich weiß, mit welchen Kolleginnen ich angefangen habe,
interdisziplinären Forschungsprojekt loszulegen und wo meine Freundinnen rausgefallen sind, weil sie eben nicht normierte Berufsbiografien haben, nicht normierte Wissenschaftlerbiografien haben, die heute immer noch prekarisiert versuchen, eine Stellung in diesem deutschen Wissenschaftsbetrieb zu finden. Das drückt sich natürlich dann immer wieder in solchen Tagungen aus. Das heißt, es geht nämlich jenseits Internationalisierung, geht es um Berufungspolitiken, es geht um Nachwuchsförderung und es geht überhaupt mal darum, dass die Universitäten sich als Universitäten in einer Einwanderungsgesellschaft verstehen. Und gerade natürlich die Migrationsforschung war lange Zeit eine Forschung über die anderen, die ihre Objekte immer wieder hervorgebracht hat. Und in der Tat haben wir jetzt eine neue Situation. Wir haben wahnsinnig gute Kolleginnen, die eben eine andere Positionalität haben und die sich zum Beispiel auch im Rat für Migration zusammengeschlossen haben und das Paradigma der postmigrantischen Gesellschaft versuchen. Aber die finden sich nur zum Teil natürlich in den Hochschulen wieder, sondern oftmals am Rande in Museen, sind sie wissenschaftliche Leiterinnen und so weiter und so fort. Also in der Tat gibt es da, glaube ich, auch noch viel Strukturelles hierzulande zu tun. Ja, also ich kümmere mich jetzt mal um die Hochschulfragen. Ich glaube, das größte Problem, das die Hochschule hat, ist die 5% Ausländerquote. Also verstehe ich nicht. Sehe ich auch gar nicht ein. Ich glaube, die versteht auch keiner. Wie kann man sagen, wir wollen eine weltoffene Hochschule sein und da haben wir eine Quote von 5% für Ausländer? Also das, also die Bildungsinländer mitgerechnet werden. Genau, das kommt noch dazu. Und dann haben wir halt Fälle, dass pro Studiengang irgendwie ein Ausländer studieren darf. Ja, der Begriff Ausländer ist ein bisschen nervig, aber den benutze ich jetzt mal. Und dann frage ich mich, das ist doch ein total, also dann hört man auch Diskussionen, dann hört man von Diskussionen, wo es dann heißt, das können wir nicht ändern, weil wo bleiben dann wir Deutschen? Und dann denke ich mir so, okay. Kann man so sagen, solche Aussagen kann man auch treffen, wenn man im AStA sitzt, von mir aus. Aber dann will ich nicht hören, dass das eine weltoffene Hochschule ist. Man kann nicht eine Ausländerquote von 5% haben und dann auch noch das dazu erzählen. Dann machen wir es aber auch internationalen Studenten einfach schwer. Also allein dieser DSH2, den man haben muss zum Studieren, da gibt es ganz selten einen flexiblen Umgang mit. Das heißt, wenn ich den DSH2, das ist eine Hochschulzugangsberechtigung, das ist ein Deutschtest, den ich machen muss, der übrigens sehr schwer ist. Ich glaube, die meisten hier würden ihn nicht bestehen, also ich auch nicht. Und da gibt es keinen flexiblen Umgang mit. Also wenn ich sage, okay, ich habe jetzt bin an einem Punkt gescheitert, können wir nicht mich wenigstens anfangen lassen zu studieren, weil mein studienvorbereitendes Visum geht nur 12 Monate oder 18 Monate. Und wenn ich jetzt nicht anfange zu studieren, muss ich zurück nach Hause, was unter anderem auch Syrien bedeuten kann. Da gibt es keinen flexiblen Umgang mit. Und wir unterschätzen, unter was für einem psychischen Druck internationale Studenten stehen, weil sie den Druck des Visums haben. Und da ist auch keine Unterstützung von der Uni. Da ein bisschen flexiblen Umgang, das wäre einfach nur menschlich, finde ich. Und dann rede ich nur von internationalen Studenten gerade. Ich rede nicht mal von Studenten mit Migrationshintergrund. Da gibt es auch keine besonderen Strukturen für. Das ist natürlich ein ganz anderes Problem. Und Rassismus, ja, ich muss halt sagen, ich bin ja Ökonomin, reden wir nicht drüber. Wir Ökonomen reden nie über Rassismus, nirgendwo. Das ist natürlich schade. Ich glaube, da haben die Geisteswissenschaftler vieles uns voraus, dass da mehr diskutiert wird. Und sie haben auch angesprochen, dass die Persönlichkeitsentwicklung, finde ich total wichtig. Ich finde auch, dass das Studium dafür da ist. Aber hätte ich mich an Bologna gehalten, wäre das nicht passiert. Ich will jetzt noch mal nachgeben, dass, das war ein bisschen scharf, ich habe nichts gelernt. Das stimmt nicht ganz, aber natürlich das Problem ist, es ist ein konsekutiver Master und ich erwarte von einem konsekutiven Master, dass ich neue Sachen dazu lerne und nicht wieder Mikroökonomik 1 und Makroökonomik 2 und wieder Kurvenschubsen habe. Das ist mein Problem mit den konsekutiven Mastern. Es wird vieles wiederholt und natürlich habe ich was dazu gelernt. Vielleicht habe ich es ein bisschen zu scharf ausgedrückt, aber das kann ich mir ja erlauben als Nichtwissenschaftlerin. Ja, meine Damen und Herren, wenn Sie auf die Uhr schauen, es ist 13 Uhr, wir haben sozusagen eine Punktlandung. Wenn ich jetzt noch schnell 2, 3 Sätze sage, haben Sie es überstanden. Ich muss einen Satz sagen, ich glaube,
Bologna ist nicht an allem schuld. Ich habe da andere Vorstellungen davon. Und wir haben es auch anders durchgesetzt, sonst wären hier keine 40 Leute aus Eichstätt, die die Konferenz mit im Kontext ihres Studiums begleiten. Was mich übrigens sehr freut, das wollte ich sagen, dass die Konferenz in der Form sich geöffnet hat, noch viel stärker auch wahrgenommen worden ist von anderen Hochschulseiten. Haben wir in der ersten Abend gesehen, dass es wirklich so nach und nach tatsächlich auch zu einer netzwerkenden Konferenz wird und da viel Außenbeteiligung. Ich hoffe, dass diese Entwicklung sich weiter fortpflanzt. Ich möchte es Ihnen jetzt eine wichtige Gelegenheit geben, nämlich einen donnernden Applaus für alle, die für Sie hier gearbeitet haben und die Konferenz gestaltet und vorbereitet und durchgeführt haben. Alle aus den Teams der Hochschule und der VDW und aller weiteren haben das für sich aufgenommen und als den gerechten Lohn mit nach Hause zu nehmen. Wir danken für diese wunderbare Vorbereitung, für die wunderbare Begleitung auch durch die Konferenz. Dank von meiner Seite ganz persönlich für viermal Zusammenspiel, Ulrike Beisigl, für viermal Zusammenspiel in diesem Konferenzrahmen. Die Reihe, die wir zusammen gestartet haben, ist tatsächlich zu einer Reihe geworden und wird sich, das bin ich ganz sicher, auch weiter fortpflanzen und entsprechend ein weiteres Forum, eins nach dem anderen, in einer Kette von Gesprächen bilden können. Ich möchte schließen mit folgenden Sätzen. Das eine ist, Herr Broska hat heute also by the way etwas gesagt, was ziemlich stark war. Sie haben gesagt, wenn wir eine Rückkehr zu Dublin II wäre ein zivilisatorischer Rückschritt. Das ist gut. Das Zweite ist, ich möchte einen Vorschlag aufgreifen, der heute auf dem Podium war und den ich eigentlich am liebsten in die Erklärung mit reingenommen hätte. Nämlich möchte gerne, dass diese Konferenz einfach etwas macht, was man machen kann, nämlich eine Enquete-Kommission fordert. Wenn Sie einfach applaudieren, dann fordern wir eine Enquete-Kommission. Und dann hat Ernst Weizsäcker heute etwas gesagt, was ich natürlich tunlichst befolge. Er hat gesagt, man soll dem Herrn Gebauer besser zuhören. Und der hat einen Satz ganz am Anfang der Konferenz gesagt, den ich als Schlusssatz gerne nehmen würde. Das Ziel ist nicht ein Recht auf Flucht, sondern Freizügigkeit. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie da waren. Kommen Sie gut nach Hause.